Hallo, ich bin Erik vom Bachelorprint und ich erkläre euch heute, wie ihr in wenigen Schritten ein automatisches Inhaltsverzeichnis in Word 2010 erstellen könnt. Ich habe euch hier schon mal einen Text vorbereitet. Das ist meine Masterarbeit, aus der ich mal alle Formatierungen rausgelöscht habe. Ihr seht, der Text sieht jetzt überall gleich aus. Und mit Hilfe dieser Arbeit möchte ich euch zeigen, wie man erstens Überschriften definiert bei Word, zweitens diese Überschriften nummeriert und sie formatiert und wie man sie drittens dann in einem Inhaltsverzeichnis zusammenfügt. Als allererstes würde ich euch empfehlen, geht hier oben auf Ansicht und dann macht ein Häkchen beim Navigationsbereich. Ihr seht, da öffnet sich hier an der Seite so eine Leiste, die wird gleich wichtig. Als erstes ist es jetzt erstmal wichtig, Word zu sagen, was sind überhaupt meine Überschriften. Und dazu fange ich jetzt an, die Hauptüberschriften in meinem Dokument zu markieren. Das ist hier einmal der erste Teil, sowas wie die Einleitung, Problemstellung und Aufbau der Arbeit. Ich markiere diese Textstelle, gehe auf Start. Und hier in den Formatvorlagen hat Word schon eine Vorlage abgelegt, nämlich die nennt sich Überschrift 1. Da klicke ich drauf und ihr seht, der Text wird irgendwie farbig markiert in Word und auf der linken Seite in diesem Navigationsbereich, ich ziehe ihn mal größer, könnt ihr auch schon sehen, wurde das direkt übernommen. Ich mache das jetzt mal mit allen Überschriften im Dokument und erkläre euch gleich, wie es weitergeht. So, ihr seht hier auf der linken Seite, ich habe alle Hauptüberschriften in meinem Dokument jetzt ausgewählt und habe Word gesagt, dass das sozusagen meine Hauptgliederungspunkte sind. Jetzt gehe ich eine Ebene tiefer. Jetzt sage ich Word sozusagen, was sind die Unterkapitel unter diesen Hauptgliederungspunkten. Hier haben wir das beispielsweise einmal bei Problemstellungen und Aufbau der Arbeit ist ein Unterkapitel Aufriss digitale Medien in ländlichen Räumen. Ich gehe dann hier wieder bei den Formatvorlagen auf Überschrift und wähle diesmal Überschrift 2. Ihr seht, Word hat die Formatierung hier wieder angepasst und auf der linken Seite mir dieses Kapitel als Unterkapitel sozusagen meine Einleitung markiert. Hier noch das zweite Unterkapitel meiner Einleitung. Ich gehe hier oben wieder auf Überschrift 2. Es wurde wieder formatiert und hier auf der linken Seite wieder eingefügt. Ich mache das jetzt mit dem Rest der Arbeit und zeige euch dann, wie es weitergeht. So, ihr seht hier auf der linken Seite, dass ich schon sehr fleißig war. Ich habe alle meine Hauptüberschriften markiert, ich habe die Teilkapitel markiert und habe sogar auf der dritten Ebene Word gesagt, was nochmal Teilkapitel meiner Teilkapitel sind. Auch das ist ganz einfach. Ich markiere mir dazu eine Textstelle und weise ihr die Formatvorlage Überschrift 3 zu. Ihr seht, Word passt den Text wieder automatisch an und fügt es hier links in der Liste ein. Diese Liste ist außerdem nochmal ganz praktisch, um sich während des Schreibens beispielsweise durch das Dokument zu navigieren. Wenn ich hier auf die einzelnen Punkte klicke, seht ihr, dass mich Word direkt dorthin leitet. Was mache ich jetzt, wenn mir diese automatischen Formatierungen, die mir Word hier vorschlägt, nicht so gut gefallen? Es ist ganz wichtig, dass ich hier nicht einfach innerhalb des Dokuments anfange, meine Formatierung zu ändern, sondern diese Formatierung über die Formatvorlagen ändere. Eine Möglichkeit dafür ist beispielsweise, dass ich hier Rechtsklick auf die Formatvorlage mache und dann hier auf Ändern gehe. Ihr seht, da öffnet sich ein großes Menü. Wichtig ist eigentlich dieser Teil hier. Hier kann ich jetzt beispielsweise eine neue Schriftart für meine Hauptüberschriften wählen. Eine neue Farbe für meine Hauptüberschriften wählen. Ich kann sagen, dass sie nicht fett sein sollen oder die Größe verändern. Alles, was ihr hier oben sonst auch machen könnt mit euren Texten. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich auf OK. Und ihr seht, die Formatierung wurde übernommen. Nicht nur für diese Hauptüberschrift, sondern für alle anderen Hauptüberschriften auch. Ich klicke mal hier drauf
dann könnt ihr das sehen. Ich möchte jetzt noch weitergehen und meine Überschriften durchnummerieren. Und zwar sollen alle Überschriften mit einem Erstens und Zweitens und Drittens markiert werden. Auf der zweiten Ebene soll dann hier zum Beispiel 1.1 stehen und hier dann 1.2 stehen und sogar auf der dritten Ebene dann eben 1.1.1, 1.1.2 und so weiter. Auch da muss ich aufpassen, dass ich Word sage, dass ich das für alle Überschriften übernehmen möchte. Ich klicke dazu auf meine Überschrift hier an erste Stelle und schreibe einfach erstens davor, mache ein Leerzeichen und ihr seht, Word verschiebt das automatisch hier nach links. Und ihr seht hier oben auch, es wurde markiert, dass es sich hier um eine Liste handelt. Jetzt ist ganz wichtig, ich markiere mir diese Textstelle, wo ich die Zahl eingefügt habe, mache einen Rechtsklick, gehe hier auf Formatvorlagen und dann gehe ich hier auf den Punkt Überschrift 1 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Das bedeutet im Prinzip, dass ich meine Formatvorlage aus dem Text heraus verändere. Ich mache das mal und ihr seht, hier auf der linken Seite, überall bei meinen Hauptüberschriften wurden Zahlen eingefügt. Ich gehe auch nochmal hin, um euch das zu zeigen. Das bedeutet im Prinzip, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass meine Formatvorlage, die hier oben auch ausgewählt wurde, jetzt eine Liste ist. Jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich die erste Ebene definiert, jetzt möchte ich noch die zweite Ebene definieren. Hier gehe ich wieder an die Textstelle und schreibe hier wieder davor 1.1, mache ein Leerzeichen. Ihr seht, Word rückt es wieder nach rechts. Das bedeutet, dass es jetzt erstmal für diese Textstelle eine Liste ist. Auch hier markiere ich den Text wieder, mache Rechtsklick, gehe auf Formatvorlage und wähle Überschrift 2 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und ihr seht, einmal habe ich hier jetzt die Zahlen eingefügt. Auf der linken Seite werden die mir auch angezeigt. Und Word hat sozusagen auch meine nächste Formatvorlage, nämlich die der Überschrift 2, durchnummeriert. Das mache ich jetzt noch mit der dritten Ebene. Ich suche mir eine Überschrift in der dritten Ebene, nehme gleich die erste hier. Und das ist jetzt dieser Logik folgend die 3.2.1. Ich mache ein Leerzeichen, Word erkennt es wieder als Liste. Ich markiere es, mache einen Rechtsklick, gehe auf Formatvorlagen, Überschrift 3 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und auch alle Gliederungspunkte auf der dritten Ebene sind durchnummeriert. So, jetzt habe ich meine Überschriften definiert, ich habe sie nummeriert und ich habe sie formatiert. Jetzt möchte ich mein Inhaltsverzeichnis einfügen. Dazu gehe ich ganz an den Anfang der Arbeit. Hier habe ich mir schon eine Seite vorbereitet. Schreibe mir einmal hier Inhaltsverzeichnis hin. Drücke einmal Enter. Schau, dass der Cursor genau hier steht unter meiner Überschrift. Und gehe dann hier oben im Menü auf Verweise, Inhaltsverzeichnis und hier unten Inhaltsverzeichnis einfügen. Die Punkte hier in diesem Menü, die kann ich eigentlich so lassen, wie sie sind. Die Seitenzahlen sollen angezeigt werden, das Häkchen bleibt da. Die Seitenzahlen sollen rechtsbündig angezeigt werden, das Häkchen bleibt auch da. Die Füllzeichen, das sind sozusagen die Zeichen, die zwischen Kapitelname und Seitenzahl angezeigt werden, das bleibt beim Pünktchen. Hier bei den Formaten kann ich mir noch was anderes auswählen, aber ich nehme jetzt einfach mal das ganz einfache Format von Vorlage und sage Word, dass es mir eben drei Ebenen meiner Überschriften anzeigen soll. Ich gehe auf OK und ihr seht hier, mein fertiges Inhaltsverzeichnis ist eingefügt. Das kann ich jetzt noch formatieren, wenn ich das gerne möchte. Ich könnte zum Beispiel hier die Hauptüberschriften noch fett machen.
damit es beispielsweise ein bisschen übersichtlicher ist. Ich kann auch noch beispielsweise hier so ein paar Einzüge nochmal verändern, wenn es sich hier so ein bisschen verschoben hat, wie hier beispielsweise. Das muss man sich noch genauer angucken. Das sind erstmal die Grundlagen zum Einfügen eines automatischen Inhaltsverzeichnisses mit Word. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten sage ich erstmal Tschüss und bis zu unserem nächsten Video, euer Erik.